Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Samstag, den 24. März. In Nienburg finden die DLRG-Landesmeisterschaften und das Landesjugendtreffen statt. 234 Mannschaften und 352 Einzelwettkämpfer treten im Weser-Wie gegeneinander an. Die Gewinner fahren für Niedersachsen zu den deutschen Meisterschaften. Beim Landesjugendtreffen in den berufsbildenden Schulen gibt es für die Teilnehmer ein buntes Programm. Lichtenhorst hat seit Dienstagabend einen Heimatverein. Es dauerte nicht mal 25 Minuten, da war der Verein gegründet. Das Interesse war groß. 45 Lichtenhorster waren zur Gründungsversammlung in das Schützenhaus gekommen. Anlass der Heimatvereinsgründung ist das 100-jährige Ortsjubiläum von Lichtenhorst, erklärte Fritz Heyer, Initiator der Vereinsgründung. Ein wenig besonders dürfte es schon werden, wenn Julika Giese und Paulina Faupel am kommenden Mittwoch vor mehreren hundert Zuschauern auf der Bühne der berufsbildenden Schule Nienburg stehen. Beide sind Darstellerinnen beim Musical Herzschlag, zusammen mit rund 70 weiteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die beiden Mädchen gehören aber einer Nienburger Gemeinde an und haben daher eine Art Heimspiel. Jetzt weht ein Richtkranz über den Bau der neuen Volksbank-Geschäftsstelle in Warmsen. Der Rohbau ist fertig. Zwei Mitarbeiter werden nach der Fertigstellung fest in Warmsen sein. Wenn alles klappt, kann die Volksbank im September ins neue Gebäude einziehen. Bis dahin läuft der Geschäftsbetrieb im Container weiter. Zum Sport. Hoher Besuch beim VfL Münchehagen. Im Rahmen der Vereinsdialogbesuche setzte sich die Spitze des Niedersächsischen Fußballverbands mit Vertretern des Südkreisclubs an einen Tisch. NFV-Präsident Günther Distelrath stellte nach dem Austausch mit Rolf Brandes und Co. fest, hier ist die Welt noch in Ordnung. Alle vier Fußballbezirksligisten benötigen im Abstiegskampf dringend Punkte. Problem für Esdorf: Kapitän Jonas Rinne absolviert ein Praktikum in Wolfsburg, sein Mitwirken in Stur ist fraglich. Der SVB Steimke will nach drei Pleiten in Folge, zweimal in der Landesliga, einmal im Bezirkspokal, am Samstag den Bock umstoßen. Zu Gast ist die Zweitvertretung aus Egestorf, fehlen wird unter anderem Ümit Tavan. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Samstag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.